Hallo liebe Leute, herzlich willkommen wieder zurück zu Soma. Ja, im letzten Part, es war gestern, sind wir hier reingekommen. Ja, scheiße, das Spiel finde ich so geil, dass ich jetzt schon 2 Tage hintereinander Fitnessstudio schwänze, ne? Ja, scheiße, ne? Aber egal, ich will das durchzocken. Es interessiert mich, wie es hier weitergeht, ne? Deswegen, ist das Blut oder was ist das hier für ein Scheiß? Na gut. Was wir machen müssen, habe ich zwar gelesen, jetzt, gerade eben, aber ich habe nicht ganz verstanden. Wir sollten wohl hier so ein Boot finden, was hohe Drücke aushält. Wir müssen wohl noch tiefer unter Wasser. Und ist alles verschlossen. Warte mal, hier. Hier. Komm her. Kann ich denn das? Okay. Naja, geht auch so. Hä? Komm schon. So, jetzt sind wir drin. Hier ist wohl alles außer Betrieb, ne? Sogar die Toilette klappt nicht. Aber Licht. Licht geht. Ich weiß nicht, wofür ich das immer mache, die ganze Scheiße aufmache, aber keine Ahnung, ich mach's halt eben. Na, guck mal hier. Zack. We're here. Okay, great. Time to hijack ourselves a submarine. There will be nothing stopping us when we have done that. You guys sure have a lot of machines and vehicles down here. What makes this one so special? It's the only transport that can go into the abyss without cracking like a can of soup. If this is one of a kind, then how did they get the Ark down the abyss in the first place? That's a good question. I suppose they did it the hard way and just walked. Didn't realize that was an option. Kath, what's it like inside the Ark? Is it like a movie or virtual reality? No, of course not. It's, you know, like real life, but slightly better. Pleasant temperature, clean air, good weather. So people in the Ark just walk around pretending it's the real world? You don't have to pretend, it's perfectly immersive. And it can just sustain itself? Yes. Attached to a probe, fueled by solar panels, it could survive for thousands of years. That's amazing. Just thinking about the Earth being what it is, and us setting out to save the final remains of humanity, it's... heroic. At least it feels worth doing. Here we go. The Dunbat. Ah, damn it. I knew it was too good to be true. What's wrong? It's quarantined. Hold on. We need a security cipher. How bad is it? It's we don't write these things down type of bad. Maybe someone's still around who can tell us what it is. Sure. Let's go with that. I'll just unlock the other doors for you, so you can explore the station. We need to find someone who knows the cipher. It's the only way to fire up the Dunbat. Okay. Irgend so ein Cipher brauchen wir. Was haben wir hier? Standortstatus. Data, alle Systeme betriebsbereit. Hülle. Blablabla, intakt. Hier steht nichts vom Cypher, ne? Gut. Karte. Hauptebene. Da bin ich. Ebene 1. Was sollen die Kreuze? Ebene 2. Ach, looks like all your friends moved downstairs. Why abandon the gate? In the habitat? That's so strange. I don't like this at all. Theta-Zentrale. Alvaro, Emma, Astrodynamik-Expertin. Achso, da sind die ganzen Leute. Ja, die ganzen Leute, die hier gearbeitet haben. Ich habe jetzt keine Lust, das alles zu lesen. Gäste. Hier ist nichts, aber von Catherine oder so, ne? Von mir steht auch nichts. Gut. Dann leck mich doch. Pathos 2. Was ist das? Was ist das für ein Ozean? Ich war in der
In der Erdkunde ziemlich scheiße, ne? Ich habe keine Ahnung. So, jetzt gehen wir wie normale Menschen hier durch. Was ist das? Da kann man Licht anmachen. Was ist mit der Toilette? Geht die? Ja, was ist, wenn ich pissen muss? Kann er nicht rein. Geht das Tor? Kann ich nicht rein. Was war das denn? Okay. Was war das hier? Oh yeah. Ja, ich gehe jetzt mal da hinten hin. Keine Ahnung. Das hier ist irgendwie angenehmer. Obwohl. Auch nicht wirklich. Kaffee. Ja, und überall diese Masse, ne? Aber ich habe immer noch keine Ahnung, was das macht. Also das halt mich irgendwie. Why would they all leave this floor? I don't get it either. It's like they all just cleared out. Gut, ist nix. Ein paar Akkuschrauber. Oder elektrische Schlagschrauber. Ist das Vieh hier oder so? Boah, er ist riesig, ey. What's so interesting downstairs? Just labs and offices. Maybe the shuttle station. Should we go check? Rather not. Der geht nicht, ich kann da nicht checken. Alter, ich kann das nicht checken hier. Gecheckt. Boah! Hier ist auch irgendwas rausgebrochen. Verflucht. Keine gute Idee. War das? Das war doch keine gute Idee. Hm? Nix drin. Maybe they wanted to keep close to the shuttle station in case something went wrong. You really stuck on that one. I'm just worried about my colleagues. Deine Kollegen sind all tot oder Roboter oder die mich jetzt jagen. So was. Würde ich sagen. Was ist das denn? Also. Krass. Cool. Das ist cool. Na? Hey, hör auf. Okay, ist das andere. Hier sehe ich sicherlich genauso aus, ne? Ja. Immer noch ein Roboter. Aber ich hab dieses Zeug habe ich auch überall, ne? Dieses hell leuchtende komische Zeug. Ich bin ja auch so ein Roboter. Wieso jagen mich dann die anderen Roboter? Also, wieso das denn? Ja, jetzt ist komplett verreckt. Guck mal hier. Mhm. Was mit dem anderen? Kann ich hier mit trainieren? Kann ich nicht. Scheiße, ey. Die da kann ich nicht aufmachen. Ach, das sind die Quartiere, ne? Buch.
Kann ich nicht. Kann ich nicht. Na, was hat er versteckt? War wohl ein Säufer. So wie ich. Kein Code oder so. Nix, ne? Mach mal hier Licht an. Boah, hier. Kann man das... Ja, ich dachte, das sieht wichtig aus. Die ist verschlossen. Ne? So. Hier die geht. Catherine! Fuck, ist das dunkel bei Catherine? Hey, there's Myra. You want me to bring something? A souvenir? No, it's just memories. Your teddy bear could use some repairs. Toby always breaks. He's top heavy, so he keeps falling over. Tagebuch. Ach, oh, fuck off, ey. Das wird so viel sicherlich, oder? 6. Juni 2103. Komm, ich lese das durch, ey. Soll's. 2 Minuten. Morgen. Was? Im Morgen. Reed hat heute eine Maschine getestet. Sie war eindeutig von der Bau beschädigt worden. Noch wichtiger aber war, dass sie auf ziemlich primitive Weise zusammengebaut worden war. Als ob sie jemand nur zu dem Zweck geschaffen hätte, um sich von der Wau stellen zu lassen. Nach ihrer Aktivierung imitierte die Maschine einen Raum und riet gleich mit. Was? Imitierte die Maschine den Raum und riet gleich mit. Nach einiger Zeit wurde sie gescannt und dann als Simulation in die digitale Umgebung geladen. Die Präsentation schockierte Reed und wurde schnell gelöscht. Okay. Mich ängstigt, wie sehr mich das meine KR-Kapsel erinnert. 14. Juni 2103. Nach dem Zerlegen der Vivarium-Maschine, die Reed aktivierte, ist es nun klar, dass die Wau mein Kapselprojekt kopiert hatte. Um die Szene zum Ausführen der Reed-Simulation nachzustellen, bis auf einen Punkt, ist sie in ihrem Aufbau tatsächlich äußerst ähnlich. Im Gegensatz zu meiner Kapsel ist der sich aus Modellneurographen konstruierte. Falsche Menschen befinden, lebt der Gehirnscan der Vivariums weiter. Er ist nicht auf seinen Inhalt beschränkt, auf den ursprünglichen Gehirnscan, aus dem Reed entstand. Die Reed in dem Vivarium war eine perfekte Kopie. Ja, Leute, wir lesen gleich weiter. Macht's gut und bis gleich. Tschüss.